Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um Mike van Gerven, beziehungsweise über seine Aussage, die er über Ricardo Pietrzko getätigt hat. Ich glaube, ihr habt es alle schon mitbekommen, irgendwie über die sozialen Medien, aber ich schneide euch die Aussage, die er gemacht hat, noch einmal kurz hier rein. We should have lost that game, to be fair, but yeah, that, what's his name again? Pietrzko, yeah, he doesn't have balls at all. That's the way how it is. Ihr habt's gehört, kurze Übersetzung, ich meine, so schwer ist es auch nicht zu verstehen, aber mit Balls meint er Eier. Er sagt also, Ricardo Pietrzko hat keine Eier, dadurch, dass er das Spiel gegen Luke Humphries nicht gewonnen hat, sondern knapp mit 4:3 verloren hat. Und über diese Aussage möchte ich jetzt mal ein bisschen reden und so ein bisschen gucken, ob die gerechtfertigt ist oder was daran wahr ist und was nicht. Und generell finde ich es eigentlich eine gute Sache, wenn Spieler auch mal ihre deutliche Meinung sagen in Interviews und nicht nur einfach dieses vorgefertigte und ja, ich habe ein gutes Spiel gemacht, schauen wir mal aufs nächste Spiel, da wird es hoffentlich besser dann und so weiter und auch mal knallhart sogar seine Meinung sagt. Das finde ich eigentlich eine gute Sache soweit. Ob es jetzt schon in die Richtung gehen muss, was ja auch ein bisschen beleidigend ist, was wenn man sagt, er hat keine Eier. Und das muss dann natürlich auch zutreffen. Wenn man so eine harte Aussage macht, muss es zutreffen. Und trifft es in diesem Fall zu? Eigentlich eher nicht. Also vor allem ist die Aussage über Ricardo Pietrzko von Mike van Gerven nicht passend. Denn wir erinnern uns nur einmal kurz in den Oktober zurück, als Ricardo Pietrzko bei den German Darts Championship in Hildesheim im Halbfinale gegen Mike van Gerven stand. Und dort, würde ich sagen, hat er mal Eier bewiesen. Ich werde jetzt eigentlich die ganze Zeit nicht Eier sagen, sondern ich tausche das Wort einfach mal gegen Nerven aus, weil das ist im Prinzip, was van Gerven sagen will. Er hat die Nerven nicht behalten und deswegen das Spiel nicht gewonnen. Aber, wie gesagt, schauen wir mal zurück auf den Oktober in Hildesheim. Mike van Gerven steht im Halbfinale gegen Ricardo Pietrzko. Es geht in die Decider. Es steht 6:6. Wir erinnern uns alle. Das war nämlich das glorreiche Wochenende von Pietrzko. Und dieser Decider war das beste Leg des Jahres. Eines der besten Legs des Jahres. Es gab noch viele gute andere. Aber es gehört schon zu den Top 5 Legs des Jahres. Und Pietrzko spielt ein 10-Data zum Break im Decider gegen Mike van Gerven in Hildesheim. Also einfach eine kranke Situation. Und wenn man diese Situation vor Augen hat und dann aus der Sicht von Mike van Gerven zu sagen, genau dieser Mann, der dieses Lag so gespielt hat, hat keine Nerven. Das ist eine schlechte Aussage. Das ist wirklich eine schlechte Aussage. Und weil er hat es da ja perfekt bewiesen. Und danach im Spiel, müssen wir auch nicht drüber reden, eine der legendärsten Performances in einem European Tour Finale aller Zeiten. Vor heimischer Crowd in Hildesheim, vor den deutschen Fans, spielt er gegen Peter Wright, also den nächsten Brocken aus den Top 4 der Welt, spielt er im Finale, nachdem er ein so nervenaufreibendes Spiel gegen Mike van Gerven hatte und macht in diesem Spiel das gefühlt Unmögliche wahr, gewinnt gegen Peter Wright deutlich und spielt dabei eine 100% Doppelquote, etwas, das es noch nie gab. Bei diesem Turnier hat, glaube ich, hat Ricardo Pietrzko oft genug bewiesen, dass er unfassbare Nerven hat. Also Ricardo Pietrzko, können wir sagen, der hat Nerven. Der hat richtig Nerven. Und jetzt hatte van Gerven vielleicht das nicht mehr im Hinterkopf, wobei, das hat er bestimmt im Kopf noch, 100%. Auch die Aussage davor, wie er sagt, was nochmal sein Name? Ricardo Pietrzko, kann das sein? Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er den Namen vergessen hat, sondern dass er eben noch ziemlich gut im Kopf geblieben ist. Also da wird er auch ein bisschen übertrieben haben auf jeden Fall. Aber das ist alles, um auch ein bisschen Aufmerksamkeit einfach zu bekommen. Ist auch völlig in Ordnung. Ich meine, Mike van Gerven ist eigentlich der einzige Spieler, der sich das so erlauben kann, sowas rauszuhauen. Vor allem, ich meine, er hat performt, er hat abgeliefert und kann man sich auch mal erlauben, ist in Ordnung. Alles gut. Aber jetzt nochmal in Bezug, weil van Gerven hat es ja auch in Bezug auf das Spiel gesagt von Ricardo Pietrzko und Luke Humphries, wo Ricardo Pietrzko mit 3:1 führt und das Ding dann noch abgibt. Und darauf hat es eher bezogen, dass er keine Nerven hat. Würde ich das auch so sehen? Ist natürlich eine andere Situation, aber ich würde es auch in diesem Fall nicht zu 100% so sehen, weil er hat natürlich Nerven gezeigt. Also man hat gemerkt, dass auch Pietrzko gemerkt hat, dass da was Großes kommt oder dass da was Großes erreichen könnte. Aber im Prinzip, man kann auch nicht erwarten, dass er das jetzt zu 100%ig ausnutzt. Ich meine, der ist jetzt in seinem zweiten Tourkartenjahr. Also das hat er jetzt damit abgeschlossen und spielt in Runde 3
gegen einen Luke Humphries, der der Top-Favorit auf das Turnier ist, ein unfassbares Jahr gespielt hat. Er hat ihn am Rande einer Niederlage. Er führt mit 3-1 in Sätzen. Es steht 2-2 in Legs und ist 144 Punkte vom Sieg entfernt gegen Luke Humphries. Ich kann es verstehen, wenn man da bei seinem Ali Pelli-Debüt ein bisschen Nerven hat. Kann ich verstehen. Aber ich glaube, die Nerven waren nicht mal so unbedingt das Problem. Ich glaube, Ricardo Pietrzko ist einfach generell spielerisch ein bisschen eingebrochen, was über die lange Distanz auch völlig normal ist. Ich meine, Set-Modus muss man sich auch erst dran gewöhnen und so. Also Pietrzko ist ja noch am Anfang auch seiner Entwicklung, was auch die WM betrifft und so. Und dann zu sagen, hat keine Nerven, okay. Ja, es stimmt natürlich auch ein bisschen, na klar. Aber ob man es jetzt so abwertend sagen muss, weiß ich nicht. Aber natürlich, wie gesagt, es ist um ein bisschen zu polarisieren und so. Aber wie gesagt, also man kann jetzt nicht erwarten, dass einen Pietrzko da einen Humphries rausnimmt, auch wenn er da in super Position war. Das ist einfach unfassbar schwierig. Ich meine, Humphries hat sein Spiel dann ja danach ja auch super gesteigert, nachdem er dann auch das Leg geholt hat. Das stand 3-2 in Sätzen. Und dann ist das völlig in Ordnung. Bei der Leistung, vor allem in den letzten beiden Sätzen von Humphries, da dass Pietrzko da nicht unbedingt mitgehen kann, nachdem er schon 5 Sätze wirklich unfassbar gut gespielt hat teilweise, ist völlig in Ordnung. Und deswegen, es hat jetzt nichts unbedingt was mit Eiern oder Nerven zu tun in diesem Fall. Das ist also meine Meinung so dazu. Man muss ja jetzt im Prinzip auch kein riesiges Ding draus machen. Ich finde es auf der einen Seite, wie gesagt, gut, dass er mal seine Meinung sagt und seinen Gedanken auch freien Lauf lässt. Aber ich finde, mit dieser Aussage liegt das schon ein bisschen falsch auf jeden Fall. Also die unterstütze ich nicht so. Und man kann auf jeden Fall kritisieren, dass Humphries nicht gut gespielt hat in diesem Match größtenteils und so vielleicht kein Weltmeister spielt, außer in den letzten beiden Sätzen, dass man kritisieren kann, dass schon viele große Namen raus sind, dass die einfach nicht performt haben und so. Und das kann man auch alles ansprechen. So völlig richtig, das zu kritisieren. Vor allem aus der Position von Van Gerwen, der hier der Top-Favorit jetzt auf dem Weltmeistertitel ist. Keine Frage. Er ist der Top-Favorit, hundertprozentig. Und es führt auch wenig, ehrlich gesagt, an ihm vorbei. Deswegen kann er sich das erlauben und ist auch gut, dass er das macht und sagt. Aber die letzten beiden Sätze, da hätte er sich sparen können. Aber okay. Schreibt mir gerne dazu eure Meinung in die Kommentare. War das nötig? Stimmt ihr dem überhaupt zu? Ist es wahr? Hat er damit recht, dass Pietrzko vielleicht keine Nerven hat, keine Eier hat? Oder was sagt ihr dazu? Würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Das war jetzt meine Meinung dazu. Wie gesagt, schreibt mir gerne. Wenn ihr eine komplett andere Meinung habt, schreibt das auch rein. Gebt ansonsten dem Video einen Daumen hoch, lasst ein Abo da, folgt mir überall auf Social Media und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.